Moin! Hallo! Herzlich willkommen zu einer bunten Folge der Webweinschule. Heute geht es um die Frage, was ist Orange Wine? Und ich habe 3 Orange Wines mitgebracht und während ich den ersten einschenke, erklärt euch Anja, worum es geht. Orange Wein ist maischevergorener Weißwein. Und wenn ihr euch an Folge 2 erinnert, wie entsteht Wein, dann wird Weißwein aus vergorenem Traubensaft produziert und Rotwein aus der Maische, also Schalen, Trauben etc. Und wenn ihr einen Weißwein wie Rotwein produziert, dann entsteht daraus Orange Wein, weil diese Farbpigmente gelöst werden. Genau, und das Ergebnis ist dann ein Wein, der deutlich mehr Gerbstoff enthält als ein traditioneller Weißwein und farblich ins Orangene geht. Ja, und an der Farbe, finde ich, kann man das hier ziemlich gut erklären. Aber das ist noch nicht alles. Diese sehr technische Definition ist etwas deutsch. Im Ausland meinen die Menschen, wenn sie von Orange Wines reden, meistens das, was die Engländer auch Raw Wine nennen oder die Franzosen Vin Naturel, also so eine Art Naturwein. Und der hat 5 Eigenschaften und kann auch rot sein. Erstens maischevergoren, zweitens ohne Zuchthefen, drittens ungeschönt, viertens unfiltriert und fünftens ohne Schwefel. Und das ist im Moment ein Megatrend und der spaltet die Weinwelt. Ja, und zum einen gibt es da so einen Klugscheißer-Streit, aber dafür ist bei uns ja der Felix zuständig. Charming. Ja, also Wein ist ein Kulturprodukt. Wein wächst nicht an Bäumen oder Sträuchern, da wachsen nur Trauben. Und deswegen ist es ein Eingreifen des Menschen nötig, damit aus Trauben Wein wird. Also ist er kein Naturprodukt. Aber das wissen auch die Naturweinfreaks. Und wenn ihr in diese Diskussion einsteigt, dann tut uns den Gefallen. Vergesst diese Besserwisserei, Naturwein, Kulturwein. Ich glaube, mit ein bisschen guten Willen weiß jeder, was gemeint ist. Viel mehr kann man über den Geschmack streiten. Ich probiere mal kurz. Ja, das ist Balthasar Res Pinot Blanc ohne Etikett, weil gerade erst am Freitag gefüllt, das ist der einzige Grund, warum er so kommt. Gemacht von Dirk Würz, dem Betriebsleiter bei Balthasar Res, der auch tolle Weinvideos bei stern.de macht, falls ihr Lust habt, euch die mal anzuschauen. Das ist ein Weißburgunder, da sind die Trauben entrappt, das heißt, die Beeren werden von den Stängeln getrennt. Die Beeren sind dann eingemeischt, ich glaube sogar mit den Füßen, in einem Bottich. Der wurde dann für eine Woche in die kälteste Ecke des Kellers gestellt, nur schön mit Folie abgedeckt, damit keine Fliegen rangehen. Dann wurde er wieder rausgezogen, die oberste Schicht war schon nicht mehr für den Verzehr geeignet, die wurde dann sorgfältig abgetrennt, der Rest ging in einen Tank, wurde vergoren, nach der Gärung gepresst, der Saft, also der Wein, zog dann um in ein Holzfass, da blieb er für ein Jahr und ist jetzt frisch gefüllt, unfiltriert und ungeschwefelt. Für einen jungen Weißwein, farblich ziemlich dunkel, also fast orange, warum hast du uns den mitgebracht? Weil er sehr gut zeigt, dass Orange nicht gleichbedeutend ist mit zurück zu den Wurzeln. Okay. Viele Orange Wines werden tatsächlich so gemacht wie vor 2000 Jahren, also in Tonamphoren, die dann auch noch verbuttelt werden, was aber keine Bedingung ist, wie uns Dirk hier sehr eindrucksvoll zeigt. Denn Maische in eine kalte Ecke stellen, das haben unsere Vorfahren ganz sicher nicht gemacht. Ja, was uns zum zweiten Wein bringt, eigentlich schade, dass wir so wenig Zeit zum Probieren haben, obwohl wir können ihn ja noch stehen lassen. Ja. Nochmal zu diesen Amphorenweinen. Diese sehr traditionelle und unkontrollierte Weinbereitung bringt manchmal Aromen hervor, die ja etwas ungestüm sind. Und ich halte mich da so oder so immer etwas zurück, weil bei dieser Weinbereitung oftmals sehr, sehr viel Histamin entsteht und das vertrage ich nicht so gut. Ja, das ist ein Showstopper. Also wer auch nur die leiseste Histaminintoleranz hat, der sollte von dem Orange-Thema die Finger lassen. Was ist das denn? Das ist ja der blasseste Orange-Wein, den ich je gesehen habe. Ja, und das ist der Grund, warum ich ihn mitgebracht habe. Es ist ein bisschen gemein, dass wir ihn hier zeigen, weil er ist erstens großartig und zweitens restlos ausverkauft und man kann ihn nicht mehr kriegen. Der Winzer hat selber eine Flasche zurückgekauft, um sie uns zu schicken, damit wir ihn hier haben. Das ist ein Wein, der heißt Amour Fou vom Weingut Jurčić und er ist auf eine interessante Art gemacht, denn er ist auch entrappt und auf der Maische vergoren, ich glaube 20 Tage. Und am Ende dieses Gärungsprozesses hat der Winzer einfach unten am Tank den Hahn aufgedreht und das ablaufen lassen, was man so schön Vorlauf oder Free Run nennt. Das heißt, die Maische wurde nicht angefasst, es wurde nicht gepresst. Es ist nur das abgelaufen, was von alleine kam. Das zog dann auch nochmal in Holzfass um und blieb da, glaube ich, ein Jahr liegen, sodass da
extrem wenig Farbstoff mit rausgekommen ist, obwohl er auf eine klassische Orange-Art gemacht ist. Ihr seht, Orange ist nur ein Gattungsbegriff und nicht zwangsläufig auch Orange. Der Rest war schon extrem gut, aber das hat ja was Magisches. Das ist großartig. Ne? Wir müssen leider weiter im Schweinsgalopp. Ich schenke uns mal den dritten ein und wenn ich das tue, sollten wir über Schwefel reden. Ja, das neue Feindbild. Ja, irgendwie. Zu Unrecht. Ne? SO2 in der Form, wie es im Wein vorliegt, ist in keiner Form gesundheitsschädlich. Ja, wobei Schwefel den Geschmack verändert und ich den Wunsch der Winzer akzeptiere, diesen einfach wegzulassen. Gib du uns doch mal die chemischen Zusammenhänge. Ja, Schwefel hat zwei Aufgaben im Wein, ne? Mikrobiologische Stabilität und Oxidationsschutz. Mikrobiologische Stabilität soll verhindern, dass auf der Flasche chemische Prozesse in Gang gehen, die man nicht will. Wenn ein Wein aber auf der Maische vergoren ist, vollkommen durchgegoren ist, biologischen Säureabbau gemacht hat und ein Jahr im Holzfass gelegen hat, dann hat er eigentlich fast alles durch, was ihn noch bedrohen kann. Dann muss der Winzer nur noch sehr hygienisch arbeiten, damit keine Essigbakterien mit in die Flasche kommen und dann kann man zu diesem Zweck tatsächlich auf Schwefel verzichten. Oxidationsschutz geht darum, dass er nicht nach zwei Jahren schal schmeckt. Und der andere natürliche Oxidationsschutz des Weins sind die Tannine und Polyphenole aus den Schalen. Und da hat Orange Wein ja auch eine ganze Menge von mitbekommen. Weswegen, wenn man Schwefel weglassen kann, dann sicherlich am ehesten bei Orange Wines. Das hier ist auch ein spannender Wein, aber der ist ziemlich trüb. Aber lass mich raten, das ist der Grund, warum die mitgebracht sind. Ja, quasi. Also der Marc Weinreich. Toller Name für einen Winzer, oder? Ja. Hat ihn traditionell hergestellt sozusagen, also Maische vergoren im Stahltank, gepresst, dann ins Holzfass umgezogen, dann setzen sich alle Trubstoffe ab, weswegen zum Beispiel der Rest eben klar ist. Und wenn ein Wein gefüllt wird, dann wird er in eine Füllanlage umgefüllt, vorher in einen Fülltank, der an der Maschine dranhängt. Und das ist dann mit einem Schlauch, wird umgepumpt und da kann man dann sehen, und wenn der Trub kommt, also das, was unten am Boden ist, dann macht man den Hahn zu oder nimmt den Schlauch weg oder das Ventil oder wie auch immer. Und Marc Weinreich hat gesagt, ich möchte gerne einen trüben Orange Wein haben und ich möchte ein bisschen von dem Hefesatz mit da drin haben, auch aus geschmacklichen Gründen, und hat einfach ein bisschen laufen lassen. Also nicht den kompletten Trub, sondern einen Teil des Trubs mit laufen lassen in den Wein, bevor er gefüllt wurde. Ja, die Hefe riecht und schmeckt man sogar ein bisschen, aber es ist eine ganz spannende Komponente in dem Wein. Ja, zeigt eben, dass du auch beim Orange Wein, bei dieser ganz reduzierten Weinbereitung, die Möglichkeit hast, als Winzer deine Geschmacksvorstellung oder deinen Stil mit in den Wein reinzubringen. Ja, einmal kurz den Hahn ein bisschen aufgelassen und schon hat man einen komplett anderen Wein. Aber das hast du eh toll demonstriert, wie vielfältig das Thema ist. Letzte Frage, brauchen wir Orange Wine? Also ich probiere quasi das ganze Jahr schon Orange Wines und dieses Jahr waren unter den 10 besten Weinen, die ich überhaupt getrunken habe, denke schon 2 Orange Wines. Einmal der Amour Fou und der beste Wein, den ich in diesem Jahr im Glas hatte, war Preisingers Edelgraben Grüner Veltliner, auch ein Orange Wine. Auf der anderen Seite unter den 10 schlechtesten Weinen oder meinetwegen auch unter den 30 schlechtesten Weinen waren 100% Orange Wines, denn es gibt da enorm viel Schrott, muss man so sagen. Also die Antwort auf die Frage, brauchen wir Orange, lautet alle, aber nicht jeder. Philosophische Zusammenfassung. Ich finde schon, dass man einen Bogen darum machen kann, wenn die strengen Orange- oder Naturweine einem nicht gefallen. Aber wir müssen schon auch klar sagen, dass die positiven Impulse, die auch auf die Entwicklung einwirken, oftmals aus der Nische kommen und vielleicht aus der Ecke Orange. Danke für diese schöne Zusammenfassung. Danke für die schöne Verkostung. Sehr spannend. Ciao, ciao. Ciao. Das Amour Fou-Zeug. Ah, Wahnsinn. Ja.